Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala. Allahumma inni a'udhu bika min daraki al-shaqa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ar-Rasulillah wa ar-Alihi wa sahbihi ajma'in. Heute kommen wir inshallah zur 38. Folge der Sira-Serie Mekanische Phase. Wir haben in der letzten Episode darüber geredet, dass es vom Muharram, der erste Monat des Mondkalenders, des islamischen Mondkalenders, des 7. Jahres nach der Entsendung, bis zum Muharram des 10. Jahres nach der Entsendung, das heißt 3 Jahre, zu einem Embargo, zu einem Boykott der Muslime kam. Die Quraysh, die Götzendiener der Quraysh, des Stammes Quraysh aus Mekka, wollten, dass Abu Talib den Propheten rausgibt sozusagen, aus seinem Schutz rausnimmt, damit sie ihn töten können. Nachdem Umar al-Khattab und Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhum im Dhul-Hijjah, dem 12. Monat des Mondkalenders, des islamischen Mondkalenders, den Islam angenommen haben. Dieser Boykott äußerte sich so, dass sie in diesen 3 Jahren nur Häute von Tieren gegessen haben, Blätter, Zweige von Bäumen, Regenwasser getrunken haben, richtig gelitten haben. Und die Nichtmuslime von Banu Hashim und Banu al-Muttalib sind mit dem Propheten in ein Tal vor Mekka, etwas außerhalb von Mekka gegangen, um ihn zu schützen und standen ihm bei. Dieser Boykott ging dann zu Ende durch Nichtmuslime, 5 Nichtmuslime, das haben wir alles erwähnt. Jetzt haben wir den Muharram des 10. Jahres nach der Entsendung, nicht nach Hijra, sondern nach der Entsendung. Wir haben nochmal gesagt, vom 7. Jahr, 1. Muharram des 7. Jahres nach der Entsendung, mekkanische Phase, bis zum Muharram des 10. Jahres nach der Entsendung gab es den Boykott. Jetzt ist dieser Muharram und dann im Rajab, das heißt, wir haben Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Thaniya, Rajab. Der 7. Monat des Mondkalenders im Rajab liegt Abu Talib im Sterben. Abu Talib, der seit dem 8. Jahr, wo der Prophet geboren wurde, den Propheten geschützt hat, sich um ihn gekümmert hat, denn seine Mutter ist gestorben, als er 6 war, dann ist sein Opa Abdul Muttalib gestorben, als er 8 war, danach hat sich Abu Talib um ihn gekümmert. Und die letzten 3 Jahre ging es um Leben und Tod. Der Prophet a.s. hat praktisch überlebt, weil Allah gewollt hat, dass Abu Talib ihn schützen kann. Abu Talib war ein großer Führer eines einflussreichen Stammes, einer der einflussreichsten Stämme, nämlich Banu Hashim. Jetzt liegt Abu Talib, der den Propheten die ganze Zeit geschützt hat, als Nicht-Muslim im Sterben. Und die Quraysh, die Götzendiener der Quraysh, haben nun einen Plan. Sie besprechen sich untereinander und sie sagen, lass uns zu Abu Talib gehen, damit wir ihn dazu überreden, dass er Mohammed überredet, unsere Religion in Ruhe zu lassen. Warum? Damit die Araber nicht danach sagen, sie haben so lange gewartet, bis sein Onkel stirbt und dann haben sie seinen Neffen, also Mohammed, sozusagen mehr oder weniger angegriffen. Darum ging es sinngemäß. Das heißt, sie hatten schon im Hinterkopf, wenn Abu Talib gestorben ist, dann hat er diesen Schutz nicht mehr, dann fallen wir wie die Hyänen über Muhammad sallallahu alaihi wasallam her. Weil Abu Talib der Führer ist. Er ist der, der im Weg steht. Man muss versuchen, das zu verinnerlichen aus der Situation des Propheten. Denn ich möchte nicht, dass ihr einfach nur Geschichten hört. Ich möchte, dass ihr Geschichten spürt. Stellt euch vor, ihr seid in der Situation des Propheten. Ihr wisst genau, 3 Jahre habt ihr Hunger gelitten. Jetzt die letzten 3 Jahre. Und da war ein Mann, durch den man geschützt wurde, ein Nicht-Muslim, der liegt jetzt im Sterben. Das heißt, wenn der morgen stirbt, bin ich in noch größerer Bedrohung als die 3 Jahre zuvor.
diesen dreijährigen, dieses dreijährige Embargo. Stellt euch das vor, wie krass das ist. Und jetzt gehen sie zu Abu Talib und fangen sich an, bei ihm einzuschleimen. Sie sagen, du kennst die Position bei uns, Abu Talib. Du bist eine geehrte Person bei uns. Und du weißt, was es zwischen uns und deinem Neffen, also Mohammed, a.s.w., für Probleme gibt. Deswegen bitte rufe ihn, dass er etwas von uns nimmt, also einige Vorteile von uns und wir einige Vorteile von ihm. Das heißt, wir einigen uns und dass er unsere Religion in Ruhe lässt und wir lassen seine Religion in Ruhe. Hier ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Sie sagen, dass er unsere Religion in Ruhe lässt. Das heißt, das eigentliche Ziel, was sie hier haben, ist, sie wollen Abu Talib, damit sie nicht danach den Propheten töten müssen und dann eventuell die Araber schlecht über sie reden, dazu überreden, dass er den Prophet darüber redet, dass er ihre Religion in Ruhe lässt. Aber was hat er denn genau gegen ihre Religion getan, gegen den Götzendienst getan? Was hat er genau getan, dass er sie nicht in Ruhe gelassen hat? Diese Frage ist jetzt sehr wichtig, damit wir das auf unsere jetzige Zeit beziehen können. Was hat er gegen ihre Religion gemacht? Das ist ganz einfach. Er hat gegen ihre Religion gepredigt. Er hat ihnen gesagt, sagt La ilaha illallah, tuflihu. Sagt La ilaha illallah, sagt, es gibt keinen Gott außer Allah. Und ihr werdet Erfolg haben. Was heißt das? Was heißt das für diese Leute? Das heißt für diese Leute, meine Götter sind falsch. Hubel ist falsch, Al-Lad ist falsch, Al-Uzza ist falsch. Diese ganzen mechanischen, falschen Götter, diese Götzen sind falsch. Und die muss man verlassen, man muss sich von denen fernhalten. Das ist das, was sie damit rübergegeben haben. Das ist das, was sie darunter verstanden haben. Das heißt, sie wollten nicht, dass Klartext gesprochen wird. Was heißt das? Was heißt das für uns? Was heißt das für uns in der heutigen Zeit, wenn wir Dawa geben? Das heißt, wenn wir das tun wollen, was der Prophet gemacht hat, dann müssen wir Klartext sprechen. Dann müssen wir klar und deutlich sagen, es gibt keinen Gott außer Allah. So. Jetzt was passiert? Was passiert jetzt? Abu Talib ruft den Propheten, seinen Neffen Mohammed, und sagt zu ihm, hier, das sind die Geehrten von deinem Volk. Sie sind übrigens mit 25 Mann gekommen, ja, um zu manipulieren. Und Abu Talib sagt ihm dann sinngemäß, sie sind dazu gekommen, dass du sie in Ruhe lässt, sie dich in Ruhe lassen, Friede, Freude, Eierkuchen. Genauso wie wir das heute auch erleben. Friede, Freude, Eierkuchen. Sag nichts gegen unsere Götter, sag nichts gegen unser System. Mach deine Sache. Und das muss man verstehen. Alul Batil, die Leute des Falschen, haben nichts dagegen, wenn du in deinem Heim einfach irgendjemand anbetest. Aber darum geht es nicht. Der Islam ist keine Religion, einfach nur zum Privatausleben. Der Islam ist eine Religion, die expandiert, wo zur Expansion gerufen wird. Der Prophet und alle Propheten sind rausgegangen auf die Straße, auf die Marktplätze und haben den Menschen klar gemacht, dass es nur eine wahre Religion gibt. Und wer das nicht versteht, hat den Islam nicht verstanden und hat mit dem Islam nichts zu tun. Und das sieht man hier in dieser Geschichte ganz klar und eindeutig. Auf jeden Fall, was passiert jetzt als nächstes? Der Prophet, was sagt er jetzt? Ihr müsst euch in seine Lage versetzen. Hier, er weiß, Abu Talib wird wahrscheinlich, könnte morgen sterben. Morgen könnte er sterben und dann geht es ihm an den Kragen. Und jetzt sagen sie, okay, lass unsere Botschaft in Ruhe. Was könnte er jetzt sagen? Er könnte sagen, ja, okay, lass uns nochmal drüber reden. Was habt ihr für Vorschläge? Wie könnte dieser Kompromiss genau aussehen? Wie könnte es genau aussehen? Er könnte diskutieren. Aber was sagt der Prophet alaihissalatu wassalam? Er sagt, soll ich sie nicht zu etwas rufen? Ad'uhum ila kalimatin tadinu lahu biya al-arab
ويملكون بي العجم. Soll ich sie nicht zu einem Wort rufen, zu seinem Onkel? Und die kriegen das mit. Womit sie die Araber und die Nicht-Araber beherrschen und vereinen? Abu Jahl hört das. Und er sagt, ein Wort. Wa abika, bei deinem Vater. Wir geben dir 10 Worte dieser Art. Was denn? Und dann sagt der Prophet, sag la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, wa takhla'una ma ta'budu min dunillah. Ihr sagt la ilaha illallah und ihr lasst das, was neben Allah angebetet wird. Das heißt, er ist in diesem Assel der Religion, in la ilaha illallah, keinen Kompromiss bereit zu machen. Hier ist ein wichtiger Punkt, weil einige Leute verstehen das falsch. Die sagen, wenn man zum Beispiel gegen Sachen redet, die nichts mit der Religion zu tun haben, ha, guck mal hier, man ist am Schleimen, man ist eingebrochen, man ist dieses, man ist jenes. Sie haben nicht zum Propheten gesagt, ja, sage deinen Leuten, sie sollen nicht mehr mit einem Lastwagen in den Marktplatz reinfahren und dann mit einem Messer ausstangen auf die Leute einstechen. Okay, ach ja, stimmt ja, damals gab es ja keinen LKW. Aber damals gab es Kamele. Theoretisch hätte der Prophet sagen können, aha, ihr habt Sumeyya getötet, ihr habt Yasir getötet, ihr habt Khabab gefoltert. Okay, jetzt machen wir dasselbe mit euch. Geht auf den Marktplatz, reitet mit dem Kamel in den Marktplatz rein und springt vom Kamel runter mit einem Messer und stecht um euch. Nach dem Verständnis der heutigen Retter, der so selbsternannten Retter der Umma, hätte er das machen müssen. Weil die glauben ja, dass es richtig ist, in Menschenmengen reinzufahren und dann wild um sich zu stechen, egal ob Mann oder Frau, Kind oder Säugling. Aber der Prophet musste hier gar keinen Kompromiss eingehen, weil es ging gar nicht darum, es ging um La ilaha illallah. Und deswegen als Prediger muss man, was La ilaha illallah angeht, immer standhaft bleiben. Und deswegen sagen wir auch niemals, es gibt eine andere Religion, die auch richtig ist. Oder man kann auch ruhig auf einer anderen Religion sterben, mit einer anderen Religion sterben. Sondern wir sagen immer, der Islam ist die einzig wahre Religion. Alle anderen Religionen sind Religionen, die in die Hölle führen. Aber das heißt nicht, dass man nicht Sachen, die der Islam verbietet und die gleichzeitig den Nichtmuslimen nicht gefallen, wie zum Beispiel Terroranschläge, verurteilt. Das ist kein Einbruch. Weil das ist etwas, wie der Prophet sowieso nicht gehandelt hat. Das ist sehr, sehr wichtig hier zu verstehen. Weil wir reden hier von Standhaftigkeit des Propheten. Der Prophet war standhaft in der Verkündung von La ilaha illallah, nicht standhaft in Verbrechen, wie heutzutage einige Leute, was sie als Standhaftigkeit erwähnen. Wenn man dann gegen diese Verbrechen redet, wie unschuldige Männer Frauen töten, dann sagen sie, hier, guck mal, der Prophet war standhaft. Ja, der Prophet war standhaft in der Verkündung von La ilaha illallah. Das heißt, das ist eine völlige Fehlinterpretation. Das sind Leute, die sich herauspicken aus der Sunna, was ihnen gerne gefällt. Auf jeden Fall, das war die erste Botschaft. Jetzt gibt es eine zweite Geschichte. Und hier ist etwas sehr Wichtiges zu verstehen, liebe Geschwister. Also eine zweite Geschichte am Todesbett, wo Abu Talib im Sterben liegt. Und Abu Talib war übrigens über 80 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, im Rajab des 10. Jahres nach der Entsendung. Der Prophet war circa 50 Jahre alt. Wir haben zwei Geschichten. Viele Leute, für die ist das ein Problem. Sie hören zum Beispiel, ah, guck mal. Und damit kommen dann auch Orientalisten und darauf möchte ich die Zuhörer vorbereiten und die Zuschauer zu vorbereiten. Man hört zum Beispiel zwei Geschichten am Bett. Und dann kommen die Orientalisten und sagen, guck mal, es ist ein Widerspruch. Einmal wird die Geschichte erzählt, einmal wird die Geschichte erzählt. Wie einfach ist das zu rekonstruieren? Sie haben sich zweimal am Bett getroffen oder mehrmals. Weil Abu Talib lag nicht nur einen Tag im Sterben. Wenn ich erzähle, ich habe meinen Onkel besucht, der lag im Krankenhaus und habe ihm Fanta mitgebracht. Und ein anderes Mal erzähle ich, ich habe ihm eine Tafel Schokolade mitgebracht. Das kann man auch nicht sagen, der hat gelogen. Sondern vielleicht habe ich ihm einmal eine Fanta mitgebracht und einmal eine Schokolade. Oder ich habe ihm gleichzeitig Schokolade und Fanta mitgebracht.
Ja, und das ist sehr, sehr wichtig, weil oft kommt man, gibt es unterschiedliche Details zu unterschiedlichen Geschichten, weil bestimmte Sahaba bestimmte Details behalten haben und es weitergegeben haben und andere die vergessen haben oder weil unterschiedliche Dinge in unterschiedlichem Kontext geschehen sind. Okay? Und die Sunna wird wiedergegeben mit Bedeutung, nicht unbedingt Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe wie der Koran. Okay? Auf jeden Fall. Eine andere Geschichte ist, der Prophet a.s.w. hat gehört, dass Abu Talib, wie gesagt, im Sterben liegt, sozusagen letzter Atemzug, und er geht zu ihm am Sterbebett. Und er sagt, ja, am Kulla ila illallah, Kalimatan, uhaju laka bi indallah. O Am, o mein Onkel, sag La ila illallah. Ein Wort, mit dem ich vor Allah für dich argumentiere. Ich werde bei Allah für dich argumentieren können, wie das sagt. Was sagt das aus? Das sagt, wenn du dieses Wort nicht sagst, kann ich auch nicht für dich argumentieren. Sag dieses Wort an. Und hier sieht man, wie der Prophet a.s.w. bedacht war. Er wusste jetzt, der Onkel stirbt. Die Leute sagen, er wollte Macht, er wollte Gewalt haben. Wenn Abu Talib tot ist, hat er nichts mehr von ihm aus der weltlichen Sicht, weil dann ist er tot. Aber hieran sieht man die Wahrhaftigkeit, dass der Prophet a.s.w. wirklich an seine Botschaft geglaubt hat. Und das ist auch das, was Rudi Parrott, der Orientalist, übrigens in seinem Buch sagt, Mohammed und der Koran. Er schreibt dort, Mohammed war wirklich überzeugt, ein wahrer Prophet zu sein. Das ist die der Glaube der meisten Orientalisten, das ist eine Wissenschaft, die laut Edward Said, einem palästinensischen Christen, erfunden wurde, die unwissenschaftlich ist, unobjektiv ist, weil sie von vornherein gegründet wurde, im Westen, um den Islam zu widerlegen. Ja? Die ist unobjektiv. Aber selbst die Orientalisten, die etwas fair sind, sind zu der Erkenntnis gekommen, dass vom Lebenslauf her Mohammed, Friede und Segen, mit ihm kein Lügner gewesen sein kann, sondern die meisten sagen, sie glauben, dass er, weil sie wollen ja nicht an ihn glauben, sie wollen die Wahrheit nicht sehen, sie sagen, er war wirklich überzeugt, ein Prophet zu sein, deswegen sagen sie, er hatte einen religiösen Wahn. Er hat sich das eingebildet, ein Prophet zu sein. Weil seine Handlungsweise ganz klar zeigt, dass er überzeugt war. Ein anderes Beispiel dafür ist, ein jüdischer Junge, jüdischer Jugendlicher liegt im Sterben, der kann dem Propheten nichts mehr bringen und er geht zu seinem Sterbebett und ruft ihn zu Allah. Und der jüdische Junge nimmt den Islam an und Mohammed geht in Freude raus, sallallahu alaihi wasallam, und sagt, Alhamdulillah, alladhi anqadhahu min an-nar. Gelobt sei derjenige, der ihn vor der Hölle gerettet hat. Er ruft ihn also zu Allah. Und Abu Talib und Abdullah ibn Abi Umayyah stehen daneben. Und sie sagen, Atarabu an Milati Ibrahim. Das heißt, sie versuchen abzuhalten, willst du die Religion von Abdul Muttalib? Willst du die Religion von Abdul Muttalib aufgeben? Willst du die aufgeben? Ja? Willst du diese Religion aufgeben? Willst du die Religion von Abdul Muttalib aufgeben? Willst du sie verabscheuen? Und an anderer Stelle sagt Abu Talib, ich würde dir gerne eine Freude damit machen, aber ich habe Angst davor, sinngemäß, dass die Quraysh dann sagen, guck mal, er hat den Islam nur angenommen, weil er Angst hatte. Das heißt, Abu Talib ging es um Ehre. Abu Talib ging es um Ehre. Er hatte Angst, dass sie nach dem Tod noch schlecht überreden. Er hat in einem Gedicht gesagt, dass Mohammed die beste Religion hat, dass er die Wahrheit spricht. Er war von Mohammed überzeugt. Wir haben in der letzten Episode davon geredet, dass Mohammed Abu Talib erzählt hat, dass das Schreiben, was in der Kaaba angehangen war, zerfressen wurde von Termiten. Und er hat es geglaubt. Er wusste, er sagt die Wahrheit. Abu Talib wusste, Mohammed ist ein Prophet. Aber was sagt er dann am Bett? Und hier ist übrigens etwas Wichtiges. Die Shayatin kommen im letzten Moment.
Im letzten Moment kommen noch die Shayatin, die Satane. Es gibt Satane von den Menschen und Satane von den Dschinn. Und sie stehen am Bett. Mohammed ruft ihn zu Allah und sie rufen ihn zur Hölle. Und das sind, dann kommen seine letzten Worte. Er sagt, also Abu Talib sagt, Bel ala millati Abdul Muttalib. Auf der Religion von Abdul Muttalib, und er stirbt. Das Letzte, was er sagt, ist Kufr, und dann stirbt er. Der Prophet a.s. war sehr traurig gewesen. Das war sein Onkel. Und er sagte, La astaghfiranna laka ma la unha anhu. Ich werde für dich um Vergebung bitten, bis es mir verboten wird. Das zeigt, er wusste eigentlich schon, es wird ihm wahrscheinlich verboten werden. Oder er hat das geahnt, dass ihm das verboten wird. Aber er wollte trotzdem für ihn um Vergebung bitten. So hat er ihm geholfen, die ganzen Jahre über. Diese ganze enge Beziehung, das war sehr schwierig für ihn. Aber hier müssen wir erstmal zurückkommen zu dieser Situation. Zu dieser Situation. Oder ich gehe nachher darauf ein, inshallah. So. Dann kommt der nächste Punkt. Er ist gestorben. Er bittet um Vergebung. Und dann verbietet ihm Allah das, indem er herabsendet, Sure 9, Vers 113. Ma kana li nabi wal ladhina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen wa law kanu uli kurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Es geziemt sich nicht für den Propheten und die gläubig sind, dass sie um Vergebung bitten für die Götzendiener, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten des Feuers gehören. Was sagt uns das? Wenn der edelste Mensch für einen Käfir nicht um Vergebung bitten darf, der den Propheten Mohammed jahrelang geschützt hat, beschützt hat, unterstützt hat, wie ist es dann erst in der heutigen Zeit mit uns? Weil es kommen heute einige Leute und sagen, man darf für den Käfir um Vergebung bitten. Der ist gestorben, wir beten trotzdem für ihn um Vergebung, wir wissen nicht, ob er in der Hölle ist. Lass uns den, und dann sagen sie ja, er sagt ja, Mekana li nabi wa ladhina amanu astaghfiru al-mushrikeena min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu jahim wa law kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu jahim. Also, das heißt, für Gläubigen und Propheten ist nicht erlaubt, wenn für die Mushrikun um Vergebung zu bitten, selbst wenn sie nahe Verwandte sind, nachdem ihnen klar geworden ist, dass sie zu den Gefährten des Höllenfeuers gehören. Dann sagen die, es ist uns ja nicht klar geworden. Erstmal, hier muss man eine Sache verstehen. Alle Sachen, die wir im Koran, der Sunna vom Propheten lernen, sind für uns Dinge, woran wir uns ein Vorbild nehmen. Und wir argumentieren nicht mit dem Prophetentum, dass eine Tat für uns kein Vorbild ist, es sei denn, wir haben einen Beweis für eine Chususiyya, für eine Spezialität, dass etwas spezifisch für den Propheten ist. Beispielsweise, der Prophet a.s. durfte mehr als 4 Frauen heiraten. Jetzt argumentieren wir nicht damit, dass wir mehr als 4 Frauen heiraten können, weil wir haben einen spezifischen Beweis im Koran, in Suratu Nisa, der 4. Sura, dass wir nur 4 Frauen heiraten dürfen. Aber ansonsten argumentieren wir nach dem Zahir, nach dem, was offensichtlich zu sehen ist. So. Wodurch wurde dem Propheten das klar, dass er zu den Gefährten des Feuers gehört? Durch seinen Tod im Kuffer. Nicht durch eine Offenbarung. Durch die Offenbarung wurde ihm verboten, dass er um Vergebung bitten darf. Und das ist eine Weisheit von Allah, damit für uns bis zum jüngsten Tag klar wird, und das ist auch das, was die 4 Rechtsschulen verstehen, dass wir nicht für einen Nicht-Muslim, der gestorben ist, um Vergebung bitten. Wir bitten für einen Nicht-Muslim beispielsweise um Rechtleitung, der noch am Leben ist. Und das steht in allen Büchern der Madhahib. Deswegen beispielsweise gibt es bestimmte Regeln bei Salatul Janaza.
Was ist Salatul Janaza? Salatul Janaza ist mehr oder weniger ein Gebet um Vergebung für den Toten. Warum steht in allen Büchern der Fiqh-Gelehrten von Abu Hanifa, von Imam Malik, von Imam Shafi'i, von Ahmed ibn Hanbal, dass es das Totengebet nur gibt für wen? Für den Muslim, der als Muslim gestorben ist und nicht für den Nicht-Muslim. Es gibt aber dort Regeln, was wir machen mit einem Nicht-Muslim, der unter Muslimen gestorben ist, dass wir ihn beerdigen. Ja, du darfst ihn beerdigen. Zum Beispiel Ali hat auch nachher Abu Talib beerdigt. Du darfst den Muslim, den Nicht-Muslim beerdigen, aber du darfst ihn nicht um Vergebung bitten. Du darfst ihm kein Tod. Was sagst du in dem Totengebet? Wie geht das? Du machst Allahu Akbar, dann liest du die Fatiha, dann machst du wieder Allahu Akbar. Manche heben die Hände, manche nicht. Dann machst du Allahumma salli ala Muhammad, Salatul Ibrahimiyya. Und dann nach der dritten Mal Allahu Akbar machst du Dua. Und dann sagst du Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi wa'afu anhu, wa'akrim nunzulahu, wa'asim adkhalahu, wa'ghsilu bil ma'i wa thalji wal barat, wa'naqim il khataya, kama yunakka thawb al abiyat min adenis. Die ganze Dua, das alles Dua um Vergebung und Barmherzigkeit. Warum gibt es das nicht? Das ist das, was die Gelehrten aus Sure 9, Vers 113 ableiten. Und das ist eine einstimmige Meinung. Und leider gibt es dann Leute in Deutschland, die versuchen, das ist jetzt Schleimerei bei den Kuffar, dass man versucht, die Religion zu verfälschen, dass man etwas von der Religion wegnimmt, wo es eine einstimmige Meinung gibt. So. Und dann kommen sie mit irgendeinem Kaul Schäf, irgendeinem unnatürlichen Wort, der und der hat das und das angeblich gesagt, in die Buch XY, was kein Mensch zu Hause hat. Ach ja, der hat ja gesagt, das hat irgendjemand gesagt. Das ist Quatsch, stimmt nicht, das ist eine Lüge. Ihr könnt in den klassischen Fiqh-Büchern nachgucken. So, ja, weil da hat leider jemand in Deutschland diesen Quatsch auch erzählt. Ja, so, auf jeden Fall. Dann wird etwas anderes offenbart, und zwar zu dem Tod, als Abu Talib gestorben ist, nämlich Sure 28, Vers 56 oder 57. Allah sagt dort, إِنَّكَ لَتَحْدِ مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ. Wahrlich, du leitest nicht denjenigen recht, den du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Was lernen wir aus diesem Hadith? Erstens, der Prophet a.s. leitet nicht recht. Jetzt könnte jemand sagen, steht nicht im Koran, oh, du leitest nur zu einem geraden Weg über den Propheten? Sagen wir ja. Es gibt zwei Arten von Hidayah, von Rechtleitung. Rechtleitung von Irshad, vom Zeigen des Weges, und Rechtleitung von Taufik, von Erfolg, diesen Weg zu nehmen. Das heißt, man kann sagen, der Prediger hat den und den recht geleitet, im Sinne von, er hat ihm den Weg gezeigt. Ob diese Person den Weg nimmt, der ihm gezeigt wurde, den Islam, der Weg zum Paradies ist, das ist der Erfolg von Allah. Das heißt, hiermit ist Hidayatul Tawfiq gemeint, die Rechtleitung des Erfolges. Allah ist der Einzige, der recht leitet in diesem Sinne. Der Prophet leitet recht im Sinne, dass er uns die Rechtleitung zeigt. Okay? Dies wieder dazu, wenn jemand kommt, guck mal, es ist so ein Widerspruch im Koran. Auf der einen Seite steht, ja, der Prophet leitet recht, auf der anderen Seite steht, du leitest nicht recht, wen du liebst. Die zweite Sache ist, hier steht, dass der Prophet alayhi salatu wasalam Abu Talib geliebt hat. Und Abu Talib ist ein Kafir. Du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Wie bringen wir dies zusammen mit beispielsweise Sure 58, Vers 22? In Sure 58, Vers 22 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sinngemäß, du findest keine Leute, die an Allah und den jüngsten Tag glauben und denjenigen Zuneigung bezeigen, die Allah und seinem Gesandten zuwiderhalten, auch wenn diese ihre Väter wären oder ihre Söhne oder ihre Brüder oder ihre Sippenmitglieder.
Ihnen in ihre Herzen hat Allah den Glauben geschrieben und sie mit Geist von sich gestärkt. Was ist hiermit gemeint? Also hier steht, du findest keine Zuneigung. Und hier steht, der Prophet hat Abu Talib geliebt. Wie bringt man das zusammen? Hier sagen die Gelehrten, es gibt zwei Arten von Liebe. Ja? Es gibt einmal diese religiöse Liebe für die Religion. Und es gibt einmal Al-Mahabba Tabi'iyya oder Fitriya, die natürliche Liebe. Das heißt, er liebt diese Person wegen seinen guten Eigenschaften, beziehungsweise weil er von seiner Familie ist, aber er hasst seinen Kuffer. Er hasst seine Kuffer, dass er im Kuffer ist. Und das, was er macht, das, was er falsch macht. Aber er hat trotzdem diese innere Zuneigung zu ihm, wegen seiner Karaba, weil er zu seiner Familie gehört. Und das hat etwas, oder zum Beispiel, man liebt eine gute Eigenschaft an jemanden. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber du kannst keinen Kuffer lieben oder jemanden wegen seinem Kuffer lieben. Wenn du jemanden wegen seinem Kuffer liebst, dann bist du raus aus der Religion. Wer den Kuffer liebt und mit dem Kuffer zufrieden ist, hat keinen Iman im Herzen. Sehr, sehr wichtig zu verstehen. Es gibt übrigens andere Gelehrte, die sagen, hiermit ist gemeint, für diese Person die Rechtleitung lieben. Aber das ist nicht Zahirul Kalam, das ist nicht das Offensichtliche, was dort steht. Denn da steht, im Vers steht nicht, إِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ هِدَيَّتَهُ. Du liebst nicht den, für den du die Rechtleitung liebst, sondern hier steht, du leitest nicht Recht, für wen du die Rechtleitung liebst, sondern Allah leitet Recht, wen er will, sondern hier steht, du leitest nicht Recht, wen du liebst. Das ist hier das, was hier steht. Okay? So, auf jeden Fall, das dazu. Das ist also jetzt passiert die ganze Zeit. Und das lernen wir aus diesem Kontext. Wann war das gewesen? Im Rajab. Der siebte Monat des Mondkalenders, des zehnten Jahres nach Hijra. Und das zehnte Jahr wird übrigens genannt bei den Sira-Gelehrten Amul Huzn, das Jahr der Trauer. Denn im Ramadan, um genau zu sein, nicht mal zwei Monate später, man sagt keine 40 Tage später, gab es einen anderen Schlag. Und zwar einen noch schwierigeren Schlag für den Propheten. Hier ist die Person gestorben, die den Propheten geschützt hat. Und dann stirbt Khadija radiallahu anha. Die zweitbeste Frau, die jemals gelebt hat. Die beste Frau, die jemals gelebt hat, ist Maryam bint Imran, die Mutter von Isa a.s. Die zweitbeste Frau ist Khadija bint Khuwailid. Radiallahu anha. Und dann kommen noch Fatima, Asia, ja, das ist die Frau vom Pharao, die Musa geschützt hat. Das sind die besten vier Frauen der Weltgeschichte. Mariam, Khadija, Fatima und Asia. Diese vier sind die besten Frauen der Weltgeschichte. Auf jeden Fall. Alle vier hatten etwas mit einem Propheten zu tun. Mariam war die Mutter von Isa. Khadija war die Frau von Mohammed. Fatima war die Tochter von Mohammed. Asia war sozusagen die Ziehmutter von Musa, die ihn geschützt hat. Alle vier hatten etwas mit einem Propheten zu tun. Khadija war so wichtig für den Propheten. Sie hat ihn unterstützt. Sie hat mit ihm persönliche Gespräche geführt und sie hat ihn mit ihrem Geld unterstützt. Mit ihren Finanzen unterstützen. Sie war sehr wichtig. Das heißt, innerhalb der kürzesten Zeit, der Prophet ist gerade aus dieser Krise rausgekommen mit diesem Boykott. Plötzlich stirbt Abu Talib, die Säule, die ihn geschützt hat. Dann stirbt Khadija, die Säule, die ihn finanziell unterstützt hat und auch psychologisch unterstützt hat, ihm zugehört hat, die Ehefrau war. Und der Prophet, alayhi salatu wasalam, war immer besonders loyal zu ihr, sodass er sogar zu den Freundinnen von Khadija nach dem Tod Jahre später loyal gewesen ist. Und subhanallah, einmal, da hat Aisha, weil sie, Aisha war eifersüchtig auf Khadija, weil er wusste, dass er Khadija am meisten
ja, dass Khadija einen besonderen Platz in seinem Herzen hat. Und dann hatte sie etwas gesagt, sinngemäß, ja, dass als der Prophet Loyalität zu Khadijas Freundin gezeigt hat, dass Allah ihm ja jetzt etwas Besseres gegeben hat zu dieser alten Frau. Weil Khadija ist gestorben, als sie 65 war. Da sagte der Prophet, nein. Amanat bi hina kafara bin nas. Sie glaubt an mich, als die Menschen Kuffer mir gegenüber, Unglauben mir gegenüber verübt haben. Wasadaqatni hina kadhabani nas. Und sie hat an mich geglaubt, als die Menschen mich der Lüge bezichtigt haben. Washarakatni fi maliha hina haramani nas. Und die hat mich in ihrem Vermögen teilhaben lassen, als die Menschen mich nicht teilhaben lassen haben. Die wollten also, haben ihm kein Geld gegeben. وَرَزَقَنِ اللَّهُ وَلَدَهَا وَحَرَّمَ وَلَدَ غَيْرِهَا. Und er hat mich mit Nachwuchs durch sie versorgt und hat dafür gesorgt, dass er keinen anderen Nachwuchs bekommt. Das heißt, er hat ihr eine besondere Stellung gegeben. Eine besondere Stellung. Das heißt, Khadija stirbt jetzt auch noch. Und hier zeigt sich auch, übrigens an dieser ganzen Geschichte, überhaupt, Khadija war die erste Gläubige, wie der Islam die Frau ehrt und wie wichtig eine rechtschaffende Ehefrau beziehungsweise eine Frau an der Seite von einem Mann ist. Deswegen sehen wir, dass die vier größten Frauen immer etwas mit Unterstützung eines Propheten zu tun hatten. Nun will ich noch mal kurz einige Sachen von dieser Geschichte wiederholen, damit wir die noch etwas verinnerlichen. Und ich will das noch mal wiederholen. Erstens, im Muharram des 10. Jahres war der Boykott vorbei. Es gab eine kurze Verschnaufpause, dann kam im Rajab, also circa 7 Monate später, der nächste Schlag. Dann im Ramadan, circa 9 Monate später, wieder der nächste Schlag. Und dann kam noch ein anderes Ereignis im Shawwal, nämlich, Shawwal ist der Monat nach Ramadan, der Prophet ging nach Taif und er sagt, das war der grausamste Tag für ihn und wurde dort vertrieben. Darüber werden wir inshallah in der nächsten Episode reden. Das heißt, es kam eine Katastrophe nach der anderen. Und der Prophet sagte, die Quraysh haben mich sinngemäß mit nichts Schlechtem getroffen, bis Abu Talib gestorben ist. Das heißt, als Abu Talib gestorben ist, ging die Bekämpfung richtig los. Deswegen viele Dinge, die in der Sira erwähnt werden, zum Beispiel, dass Uqba ibn Abi Mu'ayyid ihm Innereien auf den Rücken geworfen hat, als er im Sujud war. Die werden datiert auf diese Zeit, nachdem Abu Talib gestorben ist. Viele dieser Geschichten werden daraufhin datiert. Es ist schwer, das chronologisch genau aufzuzählen. Das heißt, danach ging es richtig los und es war richtig gefährlich. Deswegen ist das auch Amul Husn, das Jahr der Trauer. Das zeigt aber auch, was zeigt das für uns? Heutzutage sehen wir einige Brüder, die in der Dawa tätig sind, sobald es einen Schaden gibt, sobald es einen Widerstand gibt, brechen sie ein. Wir sehen, der Prophet a.s. war immer standhaft und wir sehen, dass der Weg zum Erfolg notwendigerweise mit Widerstand zu tun hat. Deswegen sagt Allah im Koran, in Sure 6, Vers 34, وَلَكَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكْ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا Und vor dir sind wahrlich schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Das heißt, die haben immer weitergemacht mit ihrer Dauer. Bis wann? Bis unser Sieg zu ihnen kam. Und es gibt niemanden, der das Versprechen Allahs abändert. Das ist der Weg. Das muss man realisieren. Es gibt heutzutage leider Möchtegern-Schujuch. Das sage ich ganz klar.
die der Jugend einreden, hättet ihr die Dawa richtig gemacht, werdet ihr nicht bekämpft worden. Hier muss ich erwähnen, das heißt nicht, dass man automatisch, wenn man bekämpft wird, auf dem wahren Weg ist. Aber wenn man dem Weg des Propheten folgt, klar und deutlich La ilaha illallah sagt, nicht klar und deutlich mit deinem Auto in eine Menschenmasse reinfährt, und dann sich wundert, dass man Probleme kriegt oder die Moschee zugemacht wird. Weil der Prophet ist nicht mit einem Kamel in die Menschenmasse reingeritten und hat mit dem Schwert um sich geschlagen in Mekka. Sondern hat La ilaha illallah gesagt. Wenn man zum wahren Weg ruft, ja, wird man bekämpft werden. Es gibt Leute, die spreden einem ein, ja, man hätte nicht so provokant sein dürfen. War das nicht provokant vom Propheten? Das heißt, was heißt provokant? Das kommt vom lateinischen Wort provocare. Eine Reaktion herausfordern. Hat das keine Reaktion herausgefordert, als der Prophet auf die Marktplätze ging, dass der Prophet zu den Zelten ging, dass der Prophet auf den Berg Safa ging und überall aufgerufen hat, La ilaha illallah. Damit sagte er, eure Götzen sind falsch, eure Götter sind falsch, eure Religion ist falsch. Hat das keine Reaktion herausgefordert? War das nicht für die Quraysh eine Entehrung, eine Provokation? Selbstverständlich, aber es war die Wahrheit. Die Wahrheit muss raus. Aber da wir leider erzogen werden zu Duckmäusern, kriegen wir auch nichts gebacken in der ganzen islamischen Welt. Und es geht keinen Schritt vorwärts, weil wir zu kleinen Lügnern und Heuchlern erzogen werden. Bitte sag nicht die Wahrheit. Doch, die Wahrheit muss gesagt werden, weil die Wahrheit hat Segen. Denn die Wahrheit ist Gerechtigkeit und Allah hat den Koran für Gerechtigkeit herabgesandt. So, auf jeden Fall, das erstmal dazu. Das heißt, es kommt eine Probe nach der anderen. Deswegen du, wenn du auf dem Weg des Propheten bist, rechne mit einer Probe nach der anderen. So wie der Prophet eine Probe nach der anderen bekommen hat, rechne mit einer Probe nach der anderen, dann wirst du vorbereitet sein. Zweiter Punkt. Sie waren in den Startlöchern, um ihn zu bekämpfen und trotzdem hat der Prophet auf Allah vertraut. Und hat weiter gesagt, sagt La ilaha illallah. Er hat nicht gesagt, oh, ich sage jetzt nicht mehr La ilaha illallah. Weil einige Leute interpretieren das heute. Die sagen, ja, warum seid ihr nicht standhaft? Warum spricht ihr gegen Terrorismus? Du hast doch gesagt, ihr müsst bereit sein, vor dem Pharao zu steigen und zu sagen La ilaha illallah. Ja, stimmt, habe ich auch gesagt, sage ich heute noch. Ich habe nicht gesagt, ihr müsst bereit sein, mit dem Lastwagen in die Menschenmenge reinzufahren, sondern ihr müsst bereit sein, La ilaha illallah zu sagen. Und das sagen wir jedem, egal ob er es hören will oder nicht. Weiter im Text. Shahada am Todesbett. Wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt, Shahada am Todesbett. Der Prophet a.s.w. sagt, Allah akzeptiert die Tauba von jemandem, ma lam yughayyir. Das heißt, bis die Seele sozusagen zum Hals rauskommt. Bis dann. Das heißt, man kann noch im letzten Moment den Islam annehmen. Und so ist der Prophet ans Todesbett gegangen. Wie war es bei Pharaon? Man sagt, die Seele kam schon zum Hals. So wird es zusammengefasst. Wallahu a'lam. Und Allah weiß es am besten. Aber auf jeden Fall, hier ist ein wichtiger Punkt. Sheikh Uthaymin, rahimahullah, erwähnt beispielsweise in Salat al-Janais, im Shar al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', erwähnt er, dass wenn, weil der Prophet a.s. gesagt hat, man kana akhiru kalami min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-Jannah, wa kama qal, der dessen letzte Worte in der Dunya sind, la ilaha illallah, geht ins Paradies, ja, dass man Talqin macht, man versucht den Sterbenden dazu zu bewegen, La ilaha illallah zu sagen und dann damit zu sterben. Sheikh Uthaymin sagt hierzu, man sagt nicht zu dem Sterbenden, sag La ilaha illallah, sag La ilaha illallah. Weil es kann sein, er fühlt sich dann genervt und sagt, hey, ich sage nicht La ilaha illallah und stirbt dann in dem Moment. Sondern er sagt bei einem Muslim, der sowieso Muslim ist, dann sagt man bei ihm beispielsweise einfach vor sich hin, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Damit er das mit den Lippen dann mitsagt. Ja, la ilaha illallah. Und nicht, man fordert ihn auf. Aber er sagt, bei einem Nicht-Muslim, der hat sowieso nichts zu verlieren, fordert man ihn auf. So wie der Prophet
a.s. es gemacht hat. Und deswegen, für euch auch, gerade für die, die konvertiert sind, versucht die Leute zu erreichen, wenn sie kurz vor ihrem Tod sind. Ich habe es leider schon bei einigen Leuten versäumt, subhanallah, wo ich das echt heute bereue und mir das leid tut, wo ich es nicht geschafft habe, mit denen kurz vor ihrem Tod noch über die Shahada zu reden. Hier muss man noch einiges erwähnen. Warum hat Abu Talib die Shahada nicht mehr gesagt? Das ist ein wichtiger Punkt, hier kann man so lange drüber reden, das ist so ein wichtiges Thema. Erstmal, aus seiner Perspektive, was hat ihn gehindert? Sein Problem war Patriotismus, Liebe zu seinem Volk. Seine Liebe zu seinem Volk, zu seinen Vorfahren, zu der Religion, war größer als seine Liebe zu der Wahrheit. Und es war falscher Stolz, es war Arroganz. Er hatte Angst, dass sie danach schlecht über ihn reden. Und das zeigt uns wieder, der Grund, warum viele Leute in die Hölle gehen, ist was? Weil sie, obwohl sie die Wahrheit sehen, der Wahrheit nicht folgen. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَانَا. Und wenn du sie rufst, und wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her zu Allah, zu dem, was Allah herabgesandt hat, und zu seinem Gesandten, dann sagen sie, uns genügt, worauf wir unsere Vorväter vorgefunden haben. Und da findest du Leute, die sagen, ich weiß, der Islam ist die Wahrheit, aber ich nehme trotzdem nicht an, genau wie Abu Talib. Was ist hier ihr Problem? Hier muss man verstehen, was Iman ist. Iman ist Glaube, übersetzt Glaube, ist im islamischen Sinne nicht nur für Wahrhalten, sondern Iman ist Kaulun wa Amel, Wort und Tat. Wort mit der Zunge, Wort mit dem Herzen. Abu Talib, Taten mit dem Körper, Taten mit dem Herzen, Taten mit der Zunge, Dhikr zu machen und so weiter. Das Wort mit der Zunge ist La ilaha illallah, die Shahada zu sagen. Dhikr kann man interpretieren als Taten mit der Zunge. Wort mit dem Herzen ist das für Wahrhalten in der islamischen Terminologie. Amelul Qalb ist die Liebe für Allah, die Furcht vor Allah, das Vertrauen auf Allah, die Hoffnung auf Allah und die Tat mit dem Körperteil, wie Sujud und so weiter. Hier ist ein wichtiger Punkt. Abu Talib hatte eine Liebe für den Kuffer, die ihn davon abgehalten hat, sein Verwahrhalten im Herzen des Islams, der Botschaft von Mohammed, mit der Zunge auszusprechen. Und diese Liebe ist eine Mahabba Shirkiya, ist eine Mahabba, eine Liebe des Schirks, ist eine Form des Schirks. Das ist das Problem, was er im Herzen hatte. Das heißt für uns, das müssen wir verstehen, jemand, der zwar glaubt, dass der Islam die Wahrheit ist, aber außer unter Zwang, Zwang heißt, jemand hält ihm beispielsweise die Pistole auf den Kopf, aber er weigert sich, das auszusprechen, bei ihm ist eine Tat des Herzens nicht vorhanden. Beispielsweise die Liebe oder die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Er liebt oder fürcht etwas zu einer Stufe mehr als Allah. Das heißt, Abu Talib hat hier mehr Furcht gehabt davor, was die Nachfahren über ihn sagen könnten, als vor der Hölle. Und das hat ihn zu seinem Kuffer geführt. Und deswegen ist es wichtig, die Herzen zu erreichen mit den Worten. Nächster Punkt. Wir sehen hier wieder Ulama Usu und Qurana Usu. Leute, die einen schlechten Einfluss auf jemanden haben, dass sie einen sogar in den Kuffer führen können. Stellt euch vor, Abu Jahl und Abdullah ibn Abi Umayyah wären nicht am Todesbett gewesen. Vielleicht hätte Abu Talib die Shahada angenommen noch im letzten Moment. Und deswegen müssen wir versuchen, uns von schlechten Leuten fernzuhalten. Dann wird gesagt, ja, ihr distanziert euch. Das ist das Normalste von der Welt. Wenn jemand einen schlechten Einfluss hat, wenn ich ihn nicht bewegen kann dazu, deswegen sollten wir nur mit Leuten, die einen schlechten Einfluss auf uns haben könnten, zusammen sein
um selber einen guten Einfluss auf sie zu haben. Das ist wichtig. Und dann sagen sie, ja, die distanzieren sich, die isolieren sich. Jeder kann rumhängen nach deutschem Gesetz mit wem er will. Oder willst du gerne mit mir rumhängen? Nee, du distanzierst dich von mir, du bist nicht gerne mit mir unterwegs, weil ich einfach andere Interessen habe. Okay, ich habe auch andere Interessen. Ich bin ein gläubiger Muslim, Alhamdulillah. Und ich will lieber in die Moschee gehen und du willst lieber in den Zwingerclub gehen. Oder in die Disco. Oder was weiß ich, wo du hingehen willst. So, so einfach ist das. Dann ein Grund auch, warum man ein Su'ul Khatima hat, die letzten Taten einen in die Hölle führen. Und ich nenne hier zwei Gründe, ist Isra al-Ma'asi, immer weiter Sünden zu machen, und Hubb al-Dunya, dass die Dunya-Liebe zu groß ist. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, immer die Menschen auf Akhira, auf das Jenseits zu fixieren. Das Paradies zu beschreiben, an das Paradies zu denken, an die Hölle zu denken, damit man den richtigen Weg geht. Dann ist noch zu erwähnen, dass Abu Talib die kleinste Strafe in der Hölle bekommt. Und die kleinste Strafe in der Hölle, weil der Prophet für ihn Schafa'a machen kann. Der Prophet hat 7 Arten von Schafa'a. Eine davon ist, dass er für Abu Talib Dua macht. Und er kriegt deswegen die geringste Strafe in der Hölle. Und die geringste Strafe in der Hölle ist, dass er Schuhe aus Feuer bekommt, beziehungsweise in der flachsten Stelle des Feuers steht, sodass durch diese Schuhe aus Feuer sein Gehirn anfängt zu brennen. Das ist die niedrigste Strafe in der Hölle für einen Kafir. So, das ist die Botschaft von heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Ikhlas geben und möge Allah uns an diese Lehren denken lassen und davon profitieren lassen. Alles, was richtig war, war von Allah. Alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Und beim nächsten Mal geht es los mit Inshallah Teil 39, der Reise nach Taif. Die Reise, die erste Dauerreise, die auch mit dem Amul Husn im 10. Jahr nach Hijra stattgefunden hat. Das Jahr der Trauer. Möge Allah uns Ikhlas geben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء